Ja, Olli Körmann, von der Sympathie her zeigt es sich schon, du könntest eigentlich noch ein bisschen weiterspielen in Wilhelmshaven. Wie war das letzte Heimspiel für dich in der Nordfrost Arena? Ja, super, also ganz toll. Großes Kompliment an die Verantwortlichen, die haben das schön organisiert. Die Halle so voll gekriegt, weil mal ordentlich die Werbetrommel gerührt wird oder wurde. Und das müssen wir öfter so machen, damit es bei den Heimspielen immer so eine Stimmung ist. Wie schwer wiegt der Wermutstropfen oder wie bitter schmeckt der Wermutstropfen, dass das heute nicht mit einem Sieg ausgegangen ist hier, sondern mit einem Unentschieden? Ja, ich bin damit zufrieden. Also das Spiel war letztendlich eigentlich egal. Klar wollten wir das eigentlich gewinnen, logisch, aber das hat es halt heute nicht hergegeben. Dazu waren wir nicht konzentriert genug, haben das leichtfertig ein bisschen aus der Hand gegeben und das ist in so einer Situation völlig in Ordnung heute. Du hättest sicherlich noch ein, zwei Jahre weiterspielen können. Du hast unter Beweis gestellt, wie wichtig du für diese Mannschaft bist. Du hast allerdings auch gesagt, du möchtest mehr Zeit jetzt mit der Familie verbringen, dich mehr auf deinen Beruf konzentrieren. Wie hart war die Saison auch zeitlich, das alles unter einen Hut zu bringen? Eine Familie in Großwallstadt, Job in Oldenburg, du wohnst in Oldenburg, spielst in Wilhelmshaven. Wie hart war die Saison? Ja, es ist natürlich immenser Aufwand gewesen. Von morgens bis abends bis zum Training arbeiten, dann ins Training gehen, dann nach Hause. Ist der Tag auch vorbei eigentlich. An Wochenenden öfter mal nach Hause fahren, weil die wollen ja auch nicht zu kurz kommen. Und das war einfach viel zu viel Aufwand. Und 40 Spiele in der Saison, das ist einfach, mörderisch ist das. Und von daher habe ich gedacht, jetzt reicht's auch mal. Nichtsdestotrotz, glaube ich, hat die Saison insofern Spaß gemacht, dass ihr wirklich erfolgreichen und ansehnlichen Handball gespielt habt. Wann habt ihr in der Saison gemerkt, dass ihr tatsächlich ins obere Drittel dieser Tabelle gehört? Ja gut, wichtig war, wie wir in die Saison gestartet sind. Das haben wir uns zum Ziel gesetzt. Und da sind wir sehr gut gegen die Mitkonkurrenten gestartet, haben uns da festgesetzt, Sicherheit getankt, Selbstbewusstsein geholt. Und dann wussten wir, dass wir eigentlich gegen jeden eine Chance haben. Und wir haben uns da, sage ich mal, in eine Taktik reinversetzt, in der ganzen Saison, die uns in die Lage versetzt, dann auch jedes Spiel zu gewinnen. Und unsere Konstanz war der Vorteil gegenüber anderen Mannschaften. Jetzt muss man sagen, es ist ja kein richtiger Abschied. Der Abschied kommt eigentlich erst in einer Woche in Würzburg dann gegen Rimpa. Was nimmt man sich für so ein letztes Spiel nochmal vor? Ja, da wollen wir nochmal alles geben. Wir wollen jetzt den 5. Platz sichern, das ist unser Ziel. Ich meine, da hat keiner mit gerechnet vor der Saison. Top 10 wäre schon super gewesen, haben wir gesagt, dann als die erste Hälfte der Saison rum war. Aber dass es jetzt so gut läuft, das hätten wir vorher nicht gedacht. Und dazu muss man sagen, Olli Körmann ohne Handball ist nicht so wirklich denkbar. Wie wichtig ist dir, dass du jetzt auch nach der Saison noch weiter im Trainingsbetrieb dabei bist mit den Jungs und da vielleicht auch noch so ein bisschen Erfahrungswerte weitergeben kannst? Ja gut, das ist für mich super, dass ich die Chance habe, hier weiter mitzutrainieren, weil letztendlich muss ich auch ein bisschen abtrainieren, habe die ganze Zeit Hochleistungssport gemacht, jeden Tag trainiert. Das will der Körper dann auch ein bisschen fortgeführt haben, das kann man nicht so von heute auf morgen abändern und aufhören. Und von daher ist es natürlich eine ideale Voraussetzung für mich. Abschließende Frage, auch wenn es zu schwer ist, wenn du deine Karriere in zwei Sätzen zusammenfassen müsstest, welche Sätze wären das? Ja, schöne Erfahrung einfach. Ja, Christian Körmann, verrücktes Spiel. 19-19 ist es ausgegangen. Es hätte, glaube ich, den Chancen nach auch 30-30 ausgehen können. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja gut, nach den Abschiedsszenen jetzt gerade hier rückt das Ergebnis dann so ein bisschen in den Hintergrund. Aber wir haben natürlich zwei sehr starke Abwehrreihen gesehen, zwei sehr starke Torhüter. Dadurch wurde das Spiel geprägt. Vorne fehlten ein bisschen die Körner, bei uns auf jeden Fall, durch die Grippeerkrankten. Man hat aber gesehen, alles was an Kraft da war, haben die Jungs reingeschmissen. Nur die Konzentration fehlte nachher im Angriff. Ne? Und von daher, wenn es jetzt nur um das Spiel geht, wollen wir natürlich eigentlich die zwei Punkte hier behalten. Aber wir hatten alle Möglichkeiten dazu. Nur heute sind, glaube ich, andere Dinge im Fokus und den widmen wir uns jetzt. Dein Bruder war eben etwas sparsam mit den Worten, als ich ihn gefragt habe, wie er seine Karriere zusammenfassen würde. Und gesagt, ja, sehr schöne Erfahrung. Wie würdest du seine Karriere zusammenfassen? Er hat auf jeden Fall den Handball in Wilhelmshaven einfach mitgeprägt. Aufstieg von der Regionalliga in die zweite Liga, sehr schnell Aufstieg dann in die erste Liga, 6 Jahre erste Liga hier. Dann hatte er so einen Break in Großwallstadt, ist in die Nationalmannschaft gekommen, war bei Olympia, dann nach Wilhelmshaven gekommen von der dritten Liga, 60-0 Punkte in die zweite Liga und jetzt eine super Platzierung. Von daher war es für ihn einfach eine sehr erfolgreiche Zeit, für den Wilhelmshavener Handball eine ganz wichtige Zeit. Und jetzt kriegen andere Jungs die Chance, die nachrücken, damit sie vielleicht in 20 Jahren genauso hier verabschiedet werden und einen ähnlichen Steckbrief haben. Ja, man neigt denn dazu, wie du auch gesagt hast, jetzt so ein bisschen diese Abschiedsszenen in den Vordergrund zu stellen. Aber
Du hast es in der Saison ja auch bewiesen, egal wen du reingemacht hast, egal wer verletzt war, ob es jetzt Olli war, der nicht konnte, oder ob Moritz dann jetzt auch gespielt hat, obwohl du eigentlich gesagt hast, er kann nicht spielen. Uns muss um den Wilhelmshavener Handball eigentlich nicht bange sein für die Zukunft, oder? Nein, auf keinen Fall. Wir haben ganz viele junge, talentierte Spieler. Auch trotzdem noch Jungs, die jetzt schon so weit sind, dass sie wirklich auch auf dem Spielfeld Verantwortung übernehmen. Das haben sie auch jetzt in dieser Saison gezeigt, wie zum Beispiel René Drexler, Tobias Schwolo, Steffen Köhler, der die Mannschaft führt als Kapitän. Wir haben da ganz viele junge Leute, die nachkommen mit Lukas Mertens. Da kann ich ewig weitermachen, weil uns gehen die Talente bestimmt nicht aus. Und das sind alles Jungs, die hier aus der Region kommen, beziehungsweise schon so lange bei uns sind, dass sie schon hier heimisch sind. Und das zeichnet uns, glaube ich, aus. Und die Mannschaft zeigt einfach aus, dass sie eine Familie ist, jeder für jeden einsteht, gemeinsam den Erfolg will und dann auch gemeinsam den Erfolg hat. Du hast den Erfolg jetzt eben nochmal angesprochen, hast vorher auch gesagt, die Konzentration war zum Ende ein bisschen weg. Jetzt habt ihr fürs letzte Saisonspiel ausgerechnet eine schöne Reise noch nach Würzburg gewonnen gegen Georg Karimper. Wie bereitest du deine Mannschaft jetzt auf dieses Spiel vor? Wie auf jedes andere. Also 2 Punkte mitnehmen und 5 Tabellenplatz festigen. Das ist das Ziel. Aber viel Erfolg. Christian Kammert, vielen Dank. Ivo Warnek ohne Handball funktioniert nicht so richtig. Deswegen auch die Entscheidung, dass du jetzt in Oldenburg weiterspielst? Ja, genau. Ich kann nicht ganz ohne, aber es ist natürlich nicht mehr so leistungsbezogen wie hier. Aber ich bleibe auf jeden Fall dem Handball treu, klar. Wie schön war das Abschiedsspiel hier in der, sage ich jetzt einfach mal in Anführungszeichen, das Abschiedsspiel in der Nordfrost Arena vor heimischen Fans? Ja, genial. Ich hätte natürlich gerne mit 2 Punkten gewonnen, aber ja, es war super. Und hinterher, die Leute sind alle geblieben. Es ist einfach eine ganz spezielle Stimmung hier in Wilhelmshaven. Du hast jetzt in dieser Saison, sag ich mal so, rein spieltechnisch einen schweren Stand gehabt, wenig Einsatzzeiten gekriegt. Wie wichtig war es dir jetzt auch im letzten Spiel nochmal wirklich mit so einem Treffer in die lange Ecke, das war ja ein geiles Ding, dich so einzuführen? Ah, das ist mir nicht so wichtig gewesen. Ich wollte einmal noch auf jeden Fall zu Hause spielen. Du hast es angesprochen, ich hatte eine schwere Saison, wenn man nicht spielt. Als Handballer will man auf der Platte stehen, man will nicht auf der Bank sitzen, nicht auf der Tribüne, man möchte auf der Platte stehen. War für mich nicht ganz einfach, aber das heute war nochmal ein super schöner Abschluss. Jetzt sind 7 Jahre in Wilhelmshaven eine lange Zeit. Davor warst du beim OHV, hast viele Höhen, viele Tiefen mitgemacht. Wenn du den Höhepunkt rausnehmen müsstest, wäre das tatsächlich der Aufstieg im vergangenen Jahr gewesen, wo ihr wirklich so durchmarschiert seid? Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe immer irgendwie auch einzelne Spiele noch im Kopf. Da ist ein Spiel in Essen, wo wir hoffnungslos hinten liegen und am Ende das Ding noch drehen. Damals in der 2. Liga Nord war das noch. Also irgendwie sind auch einzelne Spiele hängen geblieben, aber wenn man so das Ganze betrachtet, natürlich dieser 60-0 Aufstieg war natürlich unglaublich. Man hat gemerkt, ihr haltet in der Mannschaft wirklich sehr stark zusammen. Das war ja zwischenzeitlich, als ihr viel mit Verletzungen zu kämpfen hattet, war es egal, wer reinkam. Irgendwie hat das immer funktioniert. Wie würdest du den Zusammenhalt in dieser Mannschaft beschreiben? Ja, Wilhelmshaven hat es auch geschafft, dass sie die Leute langfristig an sich bindet. Also wir haben immer mal jemanden, der mal weggeht, wie Moritz Barkow, der mal nach Ferndorf abhaut, aber er kommt einfach wieder, man kennt sich. Atze Maas ist Ewigkeiten da, René hatte ein kurzes Techtelmechtel mit Potsdam, ist auch seit Ewigkeiten da, Matthäus aus der Jugend, wir sind alle so zusammengewachsen, würde ich das sagen. Und wir verstehen uns auch neben dem Platz super, wir sehen uns jeden Abend, manchmal sogar vormittags noch. Wir verbringen jetzt die Wochenenden in Bussen, jetzt nächstes Wochenende wieder nach Rimpa, spielen wir Karten zusammen, wir schlafen im Hotel zusammen da und essen zusammen. Also da ist natürlich eine Freundschaft entstanden nach so langer Zeit. Das heißt also, wir sehen dich auch in der kommenden Saison wieder, nicht nur wenn du hier auf der Platte stehst mit der Mannschaft vom TVDH. Das auf jeden Fall. Wir spielen auf jeden Fall Derby hier gegen die 2. von Wilhelmshaven, darauf freue ich mich auch jetzt schon. Und ich versuche auf jeden Fall auch Spiele zu schauen, wenn wir mit in der Verbandsliga, ist ja auch in den Ferienpause, da versuche ich auf jeden Fall auch mal das ein oder andere Spiel zu gucken. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt aufhöre und das liegt mir nicht mehr am Herzen. Ne?